Zack. Also ich hoffe, es ist egal, von welcher Seite man kommt. Lass mich durch. Ich habe die Treppe schon gesehen. Ah, sehr gut. Ich glaube, ja, das ist die Ebene mit dem Haus. Hallöchen. Weißt du etwas über ein Juwel mit dem Namen Purpurauge? Hm, ja, das ist ein kostbarer Stein. Habt ihr den etwa? Nee, aber so ein Junge in Kaan, dem du sehr am Herzen liegst, erwähnte ihn. Hm, das muss Rudo gewesen sein. Ich habe einige Male mit ihm gesprochen. Das Purpurauge ist wichtig für mich. Er sagte, er würde es für dich beschaffen. Oh, wirklich? Das freut mich. Aber wenn es Rudo mir bringt, dann wäre das schlecht? In gewissem Sinne ja. Wie meinst du? Wenn Rudo das Puppeauge findet, was passiert dann? Ich will nicht zu viel aus dem Walkthrough lesen. Thomas Höhle muss ich jetzt. Wo ist die gewesen? Jetzt muss ich sowieso erstmal wieder mit Rudo reden. Oh Gott, echt? Ich schaue mir nur die Schritte an, aber nicht... Oh, das könnte ich Kolben brauchen. Moment, hast du mich gerade... ans andere Ende vom Wald? Ja gut, warum nicht? Ist relativ wurscht, an welchem Ende du mich rausschickst, aber gut. Ah, diese ganzen Zauber, hey, Teleport und Flucht und so, die sind so nützlich. Ja. Rudo, sie möchte nicht unbedingt, dass du diesen Stein holst. Muss ihn auf Ebene 7 der Thomashöhle für sie holen. Ja, das tue ich. Und tschüss. Er muss wirklich in sie verliebt sein. Aber die Thomashöhle ist sehr gefährlich. Das wird der Bursche niemals schaffen. Ich finde es romantisch, für die Liebe zu sterben. Aber Liebe bedeutet wenig, wenn man tot ist, falls du verstehst, was ich meine. Ja, schon, aber... Ach, du bist so unromantisch. Wenn das romantisch sein mich unsterblich macht, dann werde ich gern zu einem Romantiker. Irgendwas hast du da nicht ganz verstanden. Das könnte sein, ja. Dass er das hat. Aber wo ist die Höhle? Die muss ja irgendwo in der Höhle, in der Nähe sein, diese Höhle. Es gibt ja nicht viel Weg, also muss es irgendwie nach oben liegen. Ach, lasst mich doch einfach durch. Ja, so geht's auch. Danke, Moos. Die paar Erfahrungspunkte hat sich das jetzt nicht rentiert, aber gut. Wo sind wir da? Dann wird das die Höhle sein. Jawohl. Da sind wir richtig. Dann. Nee, das ist der Ausgang. Die andere Seite der Map. Hier will ich hin. So.
Ich glaube, ihr werdet aber auch nicht sehr viel stärker sein. Also. Weil das alles alte Gebiete sind. Da wird nicht wirklich was für mich gefährlich sein, denke ich mal. Ja, Götter drehen. Ich brauche die nachher noch für die letzten Bosskämpfe. Huppala! Was haben wir denn hier? Panzergoblin und End. Ich glaube nicht, dass die lange leben. Einmal kurz testen. Der ist schon weg. Oh Gott, das war dein Crit. Wie süß. Nee, also die lohnen sich auch nicht. Wir sind überlevelt. Da sind wir viel zu sehr überlevelt. Oh nee, echt jetzt? So einer. Okay, ausgetrickst. Wo geht es weiter? Nee, da ist keine Treppe. Ihr bewegt euch nicht, das ist sehr nützlich. Kann man euch besser aus dem Weg gehen? Du hältst still. Ah! Da bist du. Huch! Ich hatte jetzt nicht direkt damit gerechnet, aber... Da kommt schon noch eine Götterdrähne! Oh, schade. Ah, nein! Moos! Lass es! So. Da bist du. Okay. Der imitiert meine Bewegungen. Gib mir Göttertränen, verdammt. Die brauche ich ganz dringend. Oder Wunderheilung, aber die gibt es, glaube ich, nicht so auf den Kisten. Ich gehe tiefer, du bleibst da. Wo geht es weiter? Dankeschön. Da war noch eine. Da war noch eine Waldelfe. Okay, die ist alleine. Die haben wir mal kurz weg. Ich erneuere mal vorsichtshalber die Betäubung. Geh mal weg da. Lass mich in Ruhe. Jetzt ist dieser Angriff echt nützlich. Wo ist der Weg? Da lang. Da bist du.
schon bin ich unten. Sehr schön. Nur wo ist... Ich war schon mal hier. Hier, seht ihr das? Ich war schon mal hier. Udo, wo bist du? Oh, hi. Wenn ich diesen Kerl besiege, bekomme ich das Purpurauge. Bin mir nicht so sicher, ob du das willst. Wir müssen ihm helfen. Ey, Moment, der war aber gerade noch grün. Aber okay. T. Alligator. Alles klar. Was auch immer das heißt. Vielleicht ein Riesenchamäleon. Meinst du? Kann die Farbe ändern, ne? Ich probiere mal mein Glück. 3. 3 ist recht niedrig. Aber. Ist auch noch die Chance, dass es was Niedrigeres ist. Oh, Rex ist schon recht in der Mitte. Ah, oh nein, verdammt. Verdammt. Ah. Den einen hätte ich gerne noch gemacht. Okay, ein... 600 mal 8. Sehr viel HP hat er nicht, den kriegen wir tot. Geistesschock. Okay. Du siehst nicht aus wie ein Geist, aber gut. Macht noch nicht mal heilen irgendwie Sinn. Ich versuch's nochmal mit verdoppeln. Oh, 10 ist gemein. Ach, knapp. Jetzt geht's mit der 8 weiter. Oh, 8 ist auch noch ziemlich in der Mitte. Ha, sehr schön. Wie, du hast da jetzt wieder eine 5, 4 oder 3. Dankeschön. Ich will angreifen. B muss ich drücken, wenn ich angreifen will. So rum. Okay. Was bezweckt Geistesschock? Das bisschen Autschi, was du damit machst, tut mir nicht wirklich weh. Das ist alles Speed. Hier, Arschschild kannte ich auch schon. Aber mal Doppeltritt. Du hast leider nicht genug Punkte für irgendwas. Nee. Jetzt ist der wieder dran. Oh wow, habe ich Angst vor dir. Du kannst leider nicht wirklich... Du kannst nichts, was Schaden macht. Das ist es. Nee, das gilt nur für dich. Keine Ahnung, was die mit der Attacke meinen. Schauen wir mal. Wow. Oh, der wurde vergiftet. Okay, und tschüss. Der Giftschaden war ja böse. Okay. Und Riesenkroko ist weg. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ja, du scheinst nicht verletzt zu sein. Okay. Das ist also das Purpurauge. Gib mal her, Wayne. Hä? Hier, du kannst es haben.
Hä? Aber es gehört dir. Aber ich habe doch nichts getan. Ich kann es nicht einfach so nehmen, nachdem ihr mich jetzt hier gerettet habt. Nimm, du willst doch auch, dass sie glücklich ist, oder? Ja, danke. Gut, dann gehe ich mal. An den ganzen Monstern wieder vorbei. Naja. War er nicht verletzt? Naja, die Macht der Liebe ist zu groß. Bist du sicher, dass er nicht einfach etwas doof ist? Das wäre auch möglich. Okay. Okay, jetzt muss ich nur zurückgehen, oder? Zurück in den Koppelwald. Zurück in den Koppelwald, sagt die Anleitung. Also zurück in den Koppelwald. Erstmal hier raus. Und einmal speichern. Aber warum haben die das Viech nicht auch... Hä? Warum haben sie das nicht auch lila so gemacht? Naja, gut. Wäre auch gegangen. Wo bin ich denn jetzt auf der Karte? Ah ja, genau. Ich muss aber woanders hin. Bö, 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 bö. Kobel war das, genau. Halt da. Boop. Kobel und dann nach Süden, ne? Am Turm vorbei. Ach komm, Kleinvieh. Lass die Büffel in Romus. Die Büffel interessieren uns nicht. Danke, Wald. Kriege ich das nochmal? Nee, schade. Wer in dem Raum ist. Nee, gut. Da auch nicht. Nope. Da bist du. So, da sind wir schon. So, dürfen wir ihm jetzt beim Antrag machen zuschauen? Oh nein. Wo ist Makarin? Wo ist denn Makarin hin? Ich sehe sie nirgends. Vielleicht ist sie draußen. Kann sein. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sehr weit weg ist. Miau. Ich kann mich nicht erinnern, dass die eine Katze hatte. Ich denke, du musst ihr deine Gefühle ein andermal zeigen. Ja, ich werde einfach hier noch etwas länger warten. Oh. Okay. Ich glaube, die Katze ist Makarin. Nein, die Katze ist Makarin, oder? Miau. Ich frage mich, wo sie hin ist. Jetzt habe ich endlich das Purpurauge gefunden. Sie sagte auch noch etwas von einem anderen Juwel namens Blauauge. Vielleicht ist sie gegangen, um es zu suchen. Glaubst du das auch? Gut, ich werde jetzt das Blauauge suchen. Ich glaube, die Katze wollte dir was anderes sagen. Ich habe gehört, dass es sich in der Sulani-Höhle auf dem Kontinent Epsis befindet. Dann gehe ich mal überall hin. Ich gehe überall hin, um diesen Stein für sie zu beschaffen. Ob er sich wohl noch daran erinnert, dass wir ihm letztes Mal helfen mussten? Dale bezweifelt das.
Naja, je größer die Hindernisse sind, desto tiefer wird die Liebe. Das wäre ja kein Problem, wenn er die Hindernisse selbst wegräumen könnte. Keine Sorge, wir holen ihn dir zurück. Wohlbehalten. Ah, es hat irgendwas mit diesen zwei Edelsteinen zu tun, dass hier jetzt eine Katze ist. Die Slani-Höhle. Albano. Und dann nach Westen. Okay. Albano. Da sind Berge. Oder ist es die hier? Ja. Na komm, das sind nur Moskito. Das sind nur Moskitos, Mus. Die brauchst du nicht tot machen. Die halten nichts aus. Oh, ist das gemein. Ist hier... Nein, dann kann ich wieder gehen. So. Weil da wurde mir die Treppe auf der Karte angezeigt. Ha, nein, das ist schlecht. So. Hätte ich mir wieder den Weg blockiert. Fast. Aha, da ist die Treppe. Die Höhle ist etwas tiefer. B12 heißt es hier. Ei, voll reingerannt. Das war knapp. Ist ganz knapp an mir vorbeigerutscht. Keine Falle, gut. Das ist aber erst Halbzeit, also komm, da geht's doch noch tiefer. Das war doch noch nicht B12. Da geht's weiter. Bevor ich tiefer gehe, gibt's hier noch irgendwas? Da kann ich speichern. Und da komme ich einmal aus dem Raum. Okay. Okay, okay. Wenn du mir so einen Halbzeitspeicherpunkt anbietest, dann sage ich mal nicht nein. So. So, tiefer. Slani-Höhle. Ach ja, ich erinnere mich. Das war die Höhle mit dem tollen Schreibfehler. Hier mussten wir Day einfangen, glaube ich. Oder irgendeinen anderen Dieb? Nee, war es Day? Ei, ist eine Weile her, wo ich in dieser Höhle war. Ich war aber auch schon mal hier drin, da bin ich mir sicher. Das ist ein bisschen blöd. Mit dir. Weil sobald ich nämlich hier, da wäre es wahrscheinlich gerade eng geworden. Lasst mich durch.
Nehmen wir einfach mal den nächsten Durchgang. Der läuft das Gegenteil von mir. Okay, weit ist es nicht mehr. Nein, ich sehe schon, was du vorhast. Eieieiei. Und dann kommt da ein Gubbel. Mit Irrlichtbegleitung. Ach kommt, lasst mich doch flüchten. Danke. Oh nein, ey. Der steht da blöd. Der hat einen Kackpattern gerade. So. Die Treppe muss hier sein. So. Das war nämlich der letzte Raum. Nein, lasst mich durch. Okay. Das wird so weit und offen. Da ist, glaube ich. Ja, hier aber. Nee, da steht er. Dann wird da hinten noch was sein. Vielleicht Speicherpunkt. Kisten. Die ich noch nicht hatte. Da sage ich mal doch nicht nein. Dragon Snake. Wenn ich diesen Kerl besiege, bekomme ich das blaue Auge. Ah, er geht wieder fast drauf. Dachte ich mir doch, dass er es beim ersten Mal schon nicht kapiert hat. Der Typ wiederholt sich einfach. Wir können nicht einfach gehen. Helfen wir ihm. Yep, machen wir. Und schon wieder hatte der Sprite auf der Karte eine andere Farbe. Was ist denn los mit diesen Chamäleon-Viechern gerade? Eieiei, oh, Flächenangriff, der aber nicht wirklich wehtut. Okay. Hattest du da irgendwas? Nee, ja. Du hast auch nur Heilung. Das wäre noch eine gute Idee. Das macht es ein bisschen einfacher, aber der sollte nicht viel aushalten. Weil wir eh überlevelt sind. Naja, dann sind die Quests halt schnell erledigt. Bodenschock. Oh, der schmeißt Steine. Ja, okay. T-Punkt Schlange. Erst T-Punkt. Was war das? Alligator und jetzt T-Punkt Schlange. Alles klar.
Und tschüss. Boah, 6000 war schon gar nicht so schlecht. So. Sieht so aus, als hättet ihr mich schon wieder gerettet. Aha, er sagt aber schon wieder. Er hat's wohl doch kapiert. Du solltest wirklich deine Grenzen kennen. Tut mir leid, aber ich muss das Blaue bekommen. Hier, bewahr es sicher auf. Kann ich das wirklich haben? Ich hoffe, du kannst es Makarin geben. Danke, ich stehe tief in eurer Schuld. Und Dackel wieder davon. Irgendwie beneide ich Makarin ein wenig. Hm, warum? Es gibt nur wenig Leute, die jemanden so sehr lieben wie er sie. Ja, schätze, da hast du recht. So, schnelle Flucht. Muss ich jetzt wieder in den Wald zurück? Ja, oder?